Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Willkommen zurück zu einer Folge Verstecken. Heute in Counter-Strike. Da steht Hallo. Einer. Hallo! Hallo! Du kleine Sau! Wo startet ihr dann eigentlich? Unter uns direkt. Wer es richtig ist, ging die Tür im Test bei 14.05 auf. What? Wenn du Bescheid wisst. Ja, bei 14.05, okay. Das ist eine gute Zeit. 55 Sekunden, finde ich. Das ich sag ja nur im Test. Wenn ihr jetzt gleich aber aufgehört habt, Pech, aber rech einfach los. Das war bitte. Und auf! Nein, mein Spaß. Alter, Alter, ich bin doch nicht fertig. Mach die Tür auf! Ah ja, genau. Und wer als zweites sucht, wird dadurch auch heute ausgelost, wen ich als erstes fange. Das sollten wir ab jetzt immer eigentlich so machen. Das ist eigentlich ganz smart. Geil. Nicht dein Ernst. Scheiße, wo bin ich hier? Das heißt, Bram sucht in jedem Fall jede Folge? Ja, ich glaube, das sollten wir vielleicht schon durchwechseln. Oh ja, jetzt, sofort. Da. Oh, er ist offen! Er ist offen! Bram ist da. Ja, Bram da. Ist sowieso offen. Bram rennt gerade. Man kommt hier nicht raus! Oh, Christian ist ich glaube, tot. Christian sucht wow. Als okay. Nächstes. Oh, what the fuck! Okay, also wenn ihr irgendwo drin sitzt und es sieht so aus, als könnte man an der Seite raus, kannst du nicht. Das ist belastend. Als ob der direkt den weggemacht hat! Das ist krass. Ja, du kommst halt nicht raus. Also in dem LKW, ich dachte, du kannst in den Seiten rausspringen, kannst du auch nicht. Bram läuft gerade hinters Haus. Läuft jetzt dann wahrscheinlich erstmal die ganze Runde rum. Und kommt dann beim Kühl wieder raus. Falls ich hier mal runterfalle. Bram, springst du gerade? Ja, der ist jetzt gerade ins Haus reingegangen unten. Ja, guck mal. Ah, läuft jetzt hier rum. Naja, lass den mal rumlaufen. Der ist jetzt im ersten Stock. Siehst jetzt du mich, ist er Jay? Rausgesprungen aus dem Haus. Ich sehe ja, seh meinen dich. Namen. Okay. Ja, ich sehe dich. Ich weiß, wo du bist und ich weiß, dass Bram am Pool ist. Der läuft gerade da durch die ganzen Büsche und ist jetzt im Wasser drin. Also, gucken, ob du, also, ob du dann alles callen kannst. Ja, na klar am, kann am ich das callen. Jetzt. Am Spielplatz. Ja, ja. Oh, scheiße. Ah, ja, am Spielplatz sehe ich ihn auch. Ach, da ist er. Ah. Bram hat mich, glaube ich, im Haus gesehen und kommt jetzt zu mir. Ich glaube, ich muss mal woanders hin. Tja, Bram. Bram ist jetzt unten im ersten Stock. Ja, Bram kommt jetzt zu mir, weil du jetzt nach der oben. Hier ist. Da habe ich schon lange weg. Das kann sein. Oh oh. Der ist jetzt ganz nah bei dir, Sepp. Wow! Scheiße! Nur einmal getroffen, fuck. Als ob er dich gefunden hat. Er hat Peter getroffen. Peter, da würde ich aber überlegen, wegzugehen. Peter? Ja. Ich glaube, Herr Bram, der sitzt genau vor deinem Stein. Der sitzt genau vor deinem Steineingang. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst oder nicht, falls du noch da bist. Jetzt kann ich es wieder sehen. Oh, fuck! Oh, he's coming! Die Smoke ist ein bisschen useless, glaube ich. Ah, Quatsch. Das war schon eine krasse Smoke. Verwirrt den Gegner vollkommen. Bram, ja, genau. Geh du zu Bram Sepp, ist jetzt im Erdgeschoss, er rennt jetzt die Treppe hoch. Peter, komm zu mir hier. Er ist gerade die Treppe hochgerannt. Nein, jetzt bist du woanders. Okay. Ah, ich renne weg. Peter, du hättest zu mir kommen müssen, hier ist safe. Ja, ich wollte den noch nicht zu dir führen. Ach, Quatsch. Hätt dir da vertraut. Nee, das ist scheiße hier. Ich habe Angst, ich weiß nicht, wo Bram ist. Bram ist nach oben. Bram ist nach oben. Das ist schlecht. Alles gut, Jungs. Alles gut. Man kann keine dem, Gedanken machen. Man kann von P. Von, voll geil, dass man in Brams LKW wieder rein kann, noch. Voll geil. Ja. Das ist halt echt. Hast du da auch so Kameras, Sache. Die ganze Map beobachten? Quasi. Nee. Deswegen kann ich ja so gut erkennen, wo ich. Bram halt die ganze Zeit ist. Oh, Peter, du sollst doch nicht Bram suchen! Was? Hey, wo kamst du denn auf einmal her? Ich weiß, der Bram hat dich. Oh mein Gott, auf einmal steht er vor mir. Oh Gott. Alter. Mein schon Herz. Ein nice, oder? Hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht. Sorry. Er ist jetzt ganz oben im vierten Stock. Ja. Wollte ich halt nur sagen. Also, ich gerade donnern halt, gehört. Wenn ich das halt sehe. Ja, das ist Gewitter. Gewitter. Ja, frag mal Süddeutschland, Peter. Ich glaube, die können, die machen, die haben alle Freibad for free. Ja, ich hatte gestern richtig Angst gehabt. Auch. Weil das Unwetter laut dem Wetterradar komplett über Hessen ging. Dachte so, oh shit.
Bram ist jetzt draußen. Ja, das ist jetzt am LKW wieder, wo er beim Spawn war. Und wo siehst du mich, mein Schnucki? Der ist jetzt unten, oder was? Ja, ja, der ist jetzt da unten. Der chillt gerade am Gabelstapler rum. Ja. Jetzt geht er wieder ins... Boah, der hat mich fast erwischt im Klo. Huiuiui. Ja, hätte sein können. Wir müssen erst mal gucken, knapp. Ob man alles aufmachen kann. Ne? War knapp. Ich meine, du hast ja auch noch alle Zeit der Welt, ne? Also kriegst du nicht sehr, sehr... Ja, ja, der läuft jetzt, glaube ich, wieder ums Haus herum, wenn ich das richtig gesehen habe. Echt? Ja, ja. Ey, warum gehen wir mal zum Spielplatz? Zum Spielplatz? Ich weiß nicht mehr, wo der Spielplatz ist. Ah, doch, da. Jay, confirm mal, dass er am Spielplatz ist. Er ist gerade im ersten Erdgeschoss. Ja, dann nicht. Er läuft gerade die Treppe hoch in den ersten. Ja, Bram hat ganz genau verstanden, was ich vorhatte. Er ist jetzt im ersten Stock. Die Drecksau. Was ist das denn da? Der ist jetzt... Ja, keine Ahnung. Wenn man vom Spawn aus das Haus anguckt, ist er jetzt im linken Flügel. Ja, ich höre ihn. Was gibt es hier denn noch? Ja, ja, Bram geht jetzt noch ein bisschen weiter hoch. Jetzt ist er im zweiten, naja. Doch im zweiten Stock. Oh, interessant, hier ist auch eine Leiter. Jetzt klettert er gerade irgendwo da rum und runter und hoch. Ja, guck. Kann er ja gerne machen. Ja, wir sind ganz kurz die Map ein bisschen hier. Hey, ja, guck dir mal die Map in Ruhe an. Hab Bram schon ganz schön häufig alle gesehen. Zeit der Welt. Das geht nicht. Also Bram war so, ich würde sagen, 1, 2, erster vielleicht Stock, 3 Meter weit Flügel. Weg von mir. Ah, okay. Ja, bei mir auch. Ach echt? Ja, ja, klar. Krass. Also ich würde sagen, das sind 3 Meter. Lol. Oder war? Moment, geht das? Ach, hin? Du bist da oben? Ah. Ja, ja, klar. Lol. Ey, Bram, warst du eigentlich auch schon mal an da, wo es heiß ist? Du meinst mit da, wo es heiß ist? Du schon mal da warst, wo es heiß ist? Frag mich, was das jetzt hier gerade wieder für Tipps sind. Das, das ist kein Tipp, das ist eine Frage. Da, wo es heiß ist, ey. Ja, das geht nicht, ne? Ja. Gibt's Feuer? Bram ist jetzt da, wo Peter sich versteckt hat. Es gibt so einen Kamin. War Bram schon mal im Kamin? Kamin habe ich Peter geholt, das erste Mal. Ach, Bram, da war Peter, okay. Bram rennt gerade wieder ums Haus herum. So, Bram, geh nochmal zum Spielplatz. Am Pool. Läuft zum Spielplatz jetzt hin. Jetzt läuft er, jetzt ist er am Spielplatz. Okay, Bram, ich gebe dir einen Tipp, wenn du am jetzt Spielplatz bist. Er ist am Baum. Er ist am Baum. Okay. Er chillt jetzt am Spielplatz, er kommt wieder zurück, er ist wieder weg vom Spielplatz. Oh. Ey, Bram, ich wollte dir einen Tipp geben. Der ist jetzt im, am Spawn wieder. Ja, weil du weggelaufen bist am Spielplatz. Ja, ich wusste nicht, dass du irgendwie langsam bist im... Oh, interessant. Sprechen. Wenn du am Spielplatz bist, dann gebe ich dir... Oder bleibst, dann gebe ich dir einen Tipp. Was soll ich da bleiben? Na, weil, willst du, um einen Tipp zu kriegen? Ja, bleib einfach 10 Minuten. Guck mal zum Spielplatz, Bram. Guck mal zum Spielplatz jetzt. Das ist ein wichtiger Tipp. Okay. Oh ja. Da liegt eine Smoke. Das ist meine. Man, ja, aber die kann man halt wirklich über sehr viele Distanz werfen. Ja, okay. Ich sag mal so. Habe ich gut geworfen. Bram ist runtergesprungen vom Balkon. Hast du gut geworfen, ja. Habe ich gut geworfen, ja. Ja. Rennt er jetzt draußen rum? Also ja, okay. Der ist jetzt am Bus und da an diesem Tank oder was auch immer. Moment, geht das auch? Nee, guck mal, Bram. Jetzt ist ein Ende, wa? Jetzt läuft er wieder. Smoke. Hinterm Bus ist er, glaube ich, jetzt. Smoky! Jetzt ist er wieder am Spielplatz. Bram? Ah, da ist er. Jetzt am Pool. So, jetzt laufe ich. Du bleibst aber auch nicht am Spielplatz, um deinen Tipp zu geben, ne? Was soll ich denn am Spielplatz bleiben? Wenn ich dir einen Tipp gebe. Ja, aber du kannst ja auch ohne Probleme reden. Oh, interessant, was ist das? Ja, ja, aber nur, wenn schon. Du am Spielplatz bist. Oh, nee, Sepp. Dafür bin ich zu alt. Wie, du bist zu alt? Ja, dann geh zum... Nee, im Pool siehst du mich, glaube ich, dann nicht. Der Pool wird, glaube ich, auch noch gehen. Das? Nee, das geht nicht. Also, ich sag mal so, ich bin nicht in dem Haus. Ja, ich bin im Haus. Ja. Haben wir auch schon ganz häufig gesehen. Kann ich dazu nicht sagen. Ich würde auch sagen, ich bin an einer zentralen Stelle im Haus. Ich bin draußen. Also, nicht im Haus, sagen wir mal so.
Also Jonathan, nass würde ich jetzt nicht werden, sage ich mal. Bram versucht, statt mit unseren Tipps zu arbeiten, versucht er hier rumzusneaken. Ich weiß und aber keine nicht, Geräusche zu machen, damit er uns ist findet. Ist ja nicht die erste Folge verstecken, ja? Deine Tipps sind immer Schmutz. Immer. In 100 von 100 Fällen. Wow. Jetzt ist er im zweiten Stock. Wow. Also, ja, ist halt, von dir sein gehört. Tipp finde ich jetzt nicht so schlecht. Warum gehst du da nicht mir hinterher? Nee, ich muss ja erst selbst finden. Du bist ja dann der Beste und deswegen bist du der Letzte. Wieso bin ich denn der Beste? Wow. Weil ich dir bessere Tipps gegeben habe? Ja, du bist jetzt hast du es selbst so abgefuckt. Es gibt dir wahrscheinlich nicht mal einen Tipp, wenn du beim Spielplatz bist. Das ist echt übel, Bram, also. Das ist okay. Das ist okay? Ja, dann verlierst du halt. Das ist auch okay für mich. Ja, das ist in Ordnung. Möchte ich trotzdem. Wo ist er denn jetzt hin? Ich sehe ihn nicht. Ja, Bram, wirst du nicht. Bram da. Ah, er ist im vierten Stock. Ja, ja, im rechten der hampelt Flügel. Hier die ganze Zeit rum und läuft hier rum und. Ja, ich hab den auf den Kameras gerade nicht gesehen. Ja, ich höre ihn ganz und gut. Bitte? Ja, da war ich schon, wa? Bram. Geht's da auch hin? Ja, ja. Da geht's auch hin, okay. Geh doch lieber zu Jay. Also, kann man in mehreren Räumen machen. Und Jay, was gab's bei dir so zum Frühstück heute? Noch gar nichts, ich hab noch gar nichts gegessen. Was? Wie kannst du existieren ohne Frühstück? Ja, weiß ich nicht. Ich hab gestern Abend gut gegessen, da habe ich nicht so viel Hunger gehabt. Bram ist jetzt im vierten Stock linker Flügel. Ja. Ich sag das nur immer wieder gerne an. Ja, ist mir jetzt langsam auch egal, weißt du, ich gebe ihm keine Tipps mehr hier und der interessiert sich nicht für mich, also interessiert mich auch nicht. 3 Minuten 30. Bram, jetzt komm doch mal zu deine, mir. Deine Wörter sind falsch, Sebastian. Keine Tipps mehr würde implizieren, dass du schon welche gegeben hast, aber du hast jedes Mal. Ja, ich würde dir ja gerne einen Tipp geben, aber du möchtest ja nicht. Ja, aber dann ist es ja trotzdem falsch. Also ich kann auf den Spielplatz spucken. Um dir mal einen guten Tipp zu geben. Das glaube ich dir. Guck mal, alle Wege führen zum Spielplatz für dich, Bram. Ja, aber stattdessen sneakt er da im dritten Stock rum oder vierten. Ich weiß rechts. Auch nicht, was er hat hier. Ja, Bram, guck ruhig Baum hin. Ja, guck ruhig hin. Kannst du Chris einen Fallschaden? Na, er hat ja genug Leben, ne? Getestet. Ich kann auch runterspringen. Hat er getestet. So, komm mal zum Spielplatz noch mal ein bisschen Cookie-Lookie machen. Ah ja, da ist er. Huiuiuiui. Oh. Ist er am Spielplatz? Da ist er. Ja, er chillt da so ein bisschen. Ah ja, guck mal, da ist er jetzt am Spielplatz, Bram. So. Was machst denn du da jetzt? Guck mal. Ja, er sucht mich. Ich würde dir jetzt angucken. Einen Tipp geben, auch wenn du echt assi warst. Und hier? Nee. Na, guck mal, er will nicht. Ich bin okay. Nicht im Baum, Bram. Er ist bin jetzt noch am nicht Pool. Im Busch. Ja, lauf da ich durch. Bin die nicht Busche. Am Pool. Ich bin nicht am Pool. Ist kalt. Ganz kalt, Bram. Ganz, ja. Ganz, ganz, ganz kalt. Pool ist ganz kalt. Und der Spielplatz ist heiß. Haus läuft, ne? Ja, der ist am Haus. Oh Gott. Schnell weg. Er ist jetzt wieder bei Christians Versteck drin. Wo ist denn Christians Versteck gewesen? Ja, da in dem LKW. Der vielleicht guckt er, da kann er da durchgucken und wartet, dass irgendjemand da rausguckt aus seinem Versteck, aber das tue ich nicht. Nee, du nicht. Soll ich mal rausgucken, Bram? Ist der denn jetzt? Der ist doch immer noch da drin. Bist du nicht da drin mehr? Doch, du bist doch noch im LKW. Bram ist safe noch im LKW, der ist da gerade reingesprungen, außer der kann woanders hingehen. Nee, glaube ich, Christian kam ja auch nirgendwo anders hin. Fragen, die ich dir beantworten könnte. Wenn der gleich hinter mir steht, ne? Jetzt krieg ich ein bisschen Panik. Einfach hinter dir werde ich nicht stehen, das glaube ich nicht. Vielleicht steht er gleich hinter Sepp. Nee, das glaube ich nicht. Das würde ich sehen, Peter. Der muss zwangsläufig hier vorbei, wo ich bin. Als ob der immer noch in dem LKW ist, da ist der nicht drin. Ich geh mal gucken. Jetzt kriegt er genau das, was du wollte. Hä? Der ist wirklich da drin, die Sau! Als ob du die ganze Zeit da drin gechillt hast! Als ob! Das ist nicht dein Ernst! Das kannst du mir doch nicht erzählen! Was war das für ein Deckmove? Ich hab dich nicht angelogen. Ich hab dir gesagt, ich will dir halt nicht sagen, ob man da raus kann oder nicht. Oh, das ist alles. Oh, jetzt hat er mich echt erwischt. Oh, schön, ey. Oh, das hat Spaß gemacht. Dass du aber auch nicht in den Bus reingegangen bist. Ich hab versucht, in den Bus reinzugehen, hab aber den Eingang so schnell nicht gefunden, deswegen dachte ich mir. Ja, das war der andere Bus.
Meinst du, das hört man, Sepp? Klar hört er das. Ich höre ihn doch auch. Meinst du, er hört das mit dem Messer? Ich höre ihn nicht. Ich habe keinen Sound an. Wie, du hast keinen Sound? Was? Ja, klar. Bram glaube ich gar nichts mehr. Wieso, ich hab dich nicht angelogen. Den habe ich nicht gefunden. Nee, das hast du nicht, das stimmt. Na gut, verdient nicht gefunden, finde ich. Er wollte auch nicht deinen Tipp haben. Nee. Ja, wenn der auch so langsam redet wie so ein alter Mann, ja. Unnötig irgendwo rumsuchen, er wollte nicht mitspielen, ne? Er wollte sich nicht auf dich einlassen. Drei Leute sind okay. Als ob er da die ganze Zeit in dem LKW abgeschimmelt hat. Ja, das war schon okay. Also wir müssen wieder liegen. Ja, also ich war in dem Bus drin, man konnte da rein. Du hast nur die falsche Seite angeguckt. Ah, okay. Das Fenster. Oh, Leute. Zweite Runde. Für ein Fenster. Ja, Zeit stimmt. Hallo. Also es gibt, glaube ich, nur so 3-4 Verstecke. Das war's, ne? Ob. Ja, es gibt schon. Wir haben die Verstecke nur noch nicht gefunden. Ja. Meinst du? Ein paar gibt's schon. Was seid ihr nochmal, als ihr tot wart, ein bisschen rumgeflogen oder so? Mein OP-Versteck, nee, ich bin zufälligerweise nicht rumgeflogen. Aufgeflogen. Ja, Bram hat da vorgestanden und hat auch getestet, ob die Wände, ob man da durchlaufen kann, aber durch die Wand, wo er durchlaufen musste, ist er nicht durchgelaufen. Nee. Das ging halt nicht. Das Problem ist, Christian weiß halt jetzt das Versteck, ne? Dann ist das nicht so geil, weil da kommt man auch nicht mehr raus. Ich kenne mich halt ja, überhaupt doch, nicht aus auf eins. Der Map, ne? Ich bin einfach in den Bus gegangen und war dann da. Christian müsste sofort Rennen losgehen schon, können. Ja, genau. Jetzt erst, oder? Ja. Nee. Kann wirklich nicht? Der ist doch bestimmt schon unterwegs. Ich glaube auch. Die Tür muss doch schon auf sein. Das ist so ein Laberformat. Hä, ich kann nicht raus. Ja. Laber voll. Der ist auf jeden Fall schon unterwegs. Hallo. Er sneakt, da! Da unten ist er. Da läuft er. Er geht zum Kamin. Gut, Jay. Das was wird. Klar. Ich hab einen richtig geilen Plan. Ich auch. Wenn der kommt, dann renne ich weg. Ja. Geiler Plan, Alter. Das hab ich auch. Wenn er mega mich smart findet, bin ich am Sack. Ach, da bist du, Peter. Ja, dann bist du echt am Arsch. Außer ich kann mich nochmal wegsneaken. Ich bin mir nicht. Weil der müsste irgendwo im Haus unterwegs sein, glaube ich. Er ist unten im ersten Stock. Ja. Okay. Im ersten Stock oder im Erdgeschoss? Achso, da. Gute Frage. Ich glaube, Jonathan kann das gerade nicht beantworten, weil er zu nah dran ist. Möglicherweise habe ich gleich ein bisschen Stress. Okay. Ich hab Stress! Guck mal, ich musste gar nicht da hochspringen. Vielleicht hätte ich ja den Sprung verkackt. Ich schmeiß dir die Smoke, Jay! Oh, aber die kommt zu spät, Bram! Wie komme ich denn hier raus? Nicht so gut. Nicht gut! Okay, man sieht, dass Jay sich schnell bewegen mit dem Namen. Nein! Scheiße, wo ist der? Jane Massard. Weiß irgendjemand, wo der ist? Ich weiß nicht, wo er ist. Hinter mir! Also, ich weiß, wo Jay ist. Man kriegt's ja nicht. Ich weiß auch nicht gerade, wo der ist. Er ist ja okay. Er ist im zweiten Stock, halt, oder? Dritten Stock ist er, im dritten Stock. Okay. Da bist du. Jo, ich hab da Christian gerade gesehen. Peter, ey. Ja, Peter ist echt optimal versteckt. Oh nein! Da ist er! Hast du mich angeschlichen? Einfach angeschlichen! Alles vollkommen korrekt! Ja, richtig ich stark, nicht gehört, richtig dass, als schön! Als er mich das erste Mal gemessert hat. Nice! Ich dachte, mich kann einer hier beschützen und callen und so. Fuck. Das war belastend. Das war mehr als belastend. Das war ganz schön knapp. Ich hab nicht mal die gerade Chance wegzurennen, scheiße.
Okay, der ist unten gerade. Oh Gott. Der sneakt halt wieder so rum. Nee, gerade läuft er, glaube ich. Also ich find's gerade sehr geil. Was? Jay macht die Schmoofs, Alter. Ja. Wieso sagt Christian was? Das weiß ich nicht, Peter. Wir können dir nicht mehr Informationen geben. Sachen passieren, die ich irgendwie... Die Türen gehen wieder zu für dich zur Info. Ja, ich glaube, das ist das Ding. Ich habe immer das Gefühl, hier machen Leute irgendwelche Türen auf. Aber da oh, Jay, das ist gut. So, meinst du? Kennt er das Versteck? Christian jetzt er ist im vierten Stock, linker Flügel. Okay. Hat er mal die Tür gehört? Dritter Stock, linker Flügel. Kommt man nicht durch? Nicht. Zweiter Stock. Erster Stock. Er ist jetzt unten an dem, wo Peter sich halt erst versteckt hat. Am Boot. Am nee, ist kein Boot. Leute, das ist ein LKW. Egal. Er ist jetzt am Spawn. Nein, das sah von mir aus wie ein Boot. Was für ein Boot? Ja, der ist jetzt am Spawn. Jetski oder was? Er ist am Spawn. Jet-Ski. Der guckt jetzt in den Christian-Versteck rein. Ja, nee, der ist im LKW drin. Da gehe ich jetzt nicht hin. Im LKW. Aber kommst du auf der anderen Seite schon wieder raus? Du kannst vorne durch die Mittelscheibe und dann kommst du im Haus aus. Du kannst vorne durchgehen. Hm? Also, echt? Geh doch mal dahin, Bram. Ja, komm doch mal aus deinem Bus raus. Ich bin nicht im Bus. Ich bin auch nicht im Bus. Ich bin auch nicht im Bus. Ich bin im Bus. Aber ich sehe trotzdem, dass du am Spielplatz rumrennst. Also da an der Mauer. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ja, ja. Ich bin am Scheißen. Aber ich bin jetzt fertig mit Scheißen, hab keinen Bock mehr auf Scheißen. Okay, Christian ist jetzt im Bus drin. Da ist aber keiner drin. Okay, ich weiß nicht, ob du zu kurz. Als wenn du da jetzt einfach dran vorbeirennst, Peter! Nein! Ich hab dich gesehen, ich wollte nur ein bisschen im Bus gucken, ob du da sitzen bleibst. Ja, klar wollte ich da sitzen bleiben, Mann! Jay ist wieder on the run. Oh, Scheiße! Ja, fühl dich zu Peter! Oh, Scheiße! Peter, renn! Oh, fuck! Peter, er kann nur einen von uns beiden holen! Wo rennst du denn lang? Er rennt Peter hinterher. Das ist okay. Jay, ich hab dich gerettet. Aber dafür gehst du jetzt drauf. Kann sein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schneller sind oder nicht. Nee. Oh, fuck! Peter, wir müssen Sprung verkacken! So auf jeden Fall nicht, Peter. Oh, belastend. Oh, das ist gut, Jay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Rams Versteck ist auch ziemlich legendär. Ja, 8 Minuten noch. Dann müssen wir noch nicht mit Tipps anfangen. Aber ich kann ja schon mal sagen, Christian, wir haben uns schon die Hand gegeben. Ja, Christian hat schon einmal geritzt bei mir. Ja, ich hab bei JJ hab ich auch schon mal meine Hand gereicht. Aber so viel Leben. Aber fand er nicht so gut. Aber Mann, ich dachte, das wäre voll das Five-Head versteckt bei mir. Ja, ich hab dich vom LKW aus hab ich dich gesehen und dann dachte ich mir, scheiße, wenn du jetzt offensichtlich auf Jay zurennst, dann rennt der weg. Also dachte ich mir, oh, guck mal, da ist ja eine unsichtbare Wand. Und so. Gut, dass man nicht run-hitten kann, das finde ich eine gute Sache. Ja, aber du standst mit dem Rücken zu mir, weißt du, ich hab's verkackt. Christian ist wieder am Spielplatz. Ja, das kann aber gerne sein, verkackt, das ist mir egal. Mann, scheiße. Den Ritzi habe ich verkackt. Oh, lol. Aua. Sehr und stammt da jetzt gerade rum an dem Baum, da wo du gerade saßt, Jay. Schafft man das? Da an der Ecke. Ja, guck mal. Easy. Und jetzt ist der auf dem Geländer, auf dem. Okay, das war gut. Das war nice. Auf dem Spielgerät. Auf dem Brückenteil. Sieht man das nicht. Bin Nathan. Verrate aber mich. Ich sehe den auch nicht mehr, Jay. Ham, du solltest da hinlaufen. Von dir. Ich will aber nicht hinlaufen. Außerdem ist er voll weit weg. Ah, der ist gerade aus dem Balkon wieder rausgekommen. Aus dem Kamin. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Hey, Jay, der rennt dir hinterher. Falls er noch nicht gemerkt hat. Oh, Jay hat ihn getrackst. Naja, ich bin näher rangekommen als gerade, also. Jetzt hast du Peter nicht mehr als Ablenkung. Das ist das Problem. Nein, da kann man nicht durchlaufen. Das ist ja wohl ein Scherz. Angetrackt! Nein, Scheiße! Nein! Versteck dich im LKW! Nein, das
Gott, oh Gott, ich kann überleben! Ich kann überleben! Ganz schön die Idee von mir! Oh, ich kann an deinem Hintern riechen, Jonathan! Oh Gott, das ist krass! Lass das sein! Lass mich! Eine Ecke, du musst nur an einer Ecke kurz hängen bleiben. Spring! Okay, ich bin hängen geblieben. Ja! Na ja, gut, also los müssen jetzt erst trotzdem nicht, oder? Aber ich komme auch nicht näher ran. Naja. So relativ, ne? Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Wie sie da beide stehen, so. Jay, ich würde jetzt schon rennen. Hör auf damit! Das kann nicht wahr sein! Scheiße! Oh Mann, ey! Oh, das war krass, Alter, sind wir unter Wasser hintereinander hergerannt, ey. War das ein Scream-Moment, ey? Jay dreht sich um und guckt Christian unter Wasser an. Okay. Jay, ich sag dir schon mal, ich bin nicht im Haus. Ach, nicht Jay, Christian. Ach so, ja, danke, okay. Ich bin Christian. Ja, ich weiß. Du bist nicht im Haus. Ich bin nicht in dem Haus drin. Das war anstrengend, aber lustig. Nee. Also ich gehe weiter, ich würde das direkte Grundstück des Hauses berühre ich nicht. Okay. Wenn dir das ein bisschen okay, hilft. Okay, okay, das weiß ich noch nicht, aber das ist schon zumindest schon mal ein Hinweis. Und du bist gerade oben im Fenster. Das ist richtig. Ja, ich wollte ja mal von oben gucken, wie man denn hier so sein kann. Wolltest du mal gucken, was man so... Ah. Denkst du dir immer noch, ich guck da ein bisschen, ja? Kann man dich eigentlich sehen, Bram, wenn du das eine machst, sag ich jetzt mal, was du jetzt gerade machst? Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Okay, ich hab das zwar schon öfter gemacht, um mehr zu sehen. Du meinst das hier, wa? Ja, genau das meine ich. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich dann ganz viel Sichtbarkeit genieße oder nicht. Das kann, weiß ich leider alles nicht. Deswegen ist, aber wir können mal ganz kurz, okay. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hatte ihn gehört. Echt? Du hast ihn gehört? Ja. Er springt irgendwo. Ich hätte mir das Spiel echt lauter machen sollen. Das ist aber echt krass so laut. Hört man das doch gar nicht, oder? Ah, ja. Yeah. Okay, jetzt habe ich gesehen, wie er da runtergejumpt ist. Oh, hi. Oh, scheiße! Du hast aber auch ganz schön spät reagiert. Ja, ich dachte, wenn du dich bewegst, ist schlimmer, als wenn du da, weißt du, als wenn er vielleicht beim einfach an dir vorbei rennt. Beim ersten Mal ist Christian eiskalt an ihm vorbeigelaufen. Ja, genau, beim ersten Mal stand ich ganz hinter gesessen. Ja, okay. Ja, also nicht die ganze Zeit. Ganz am Anfang stand ich ganz oben im Haus, aber nachdem du Sepp gekillt hast, bin ich dahin. Ja. Oh Mann, ja, ich kann dann müsste ich genau. Vorbei. Ja, du bist genau an mir vorbeigerannt. Oder dran oder so. Also das war schon cool. Ha, das war eine gute Folge. Ja, dann war Verstecken für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Bye-bye. Tschüss. Tschüss.